Kohlenhydrate verzichten oder egal? Ist Low Carb etwas Sinnvolles? Hier erkläre ich dir, welche Arten von Kohlenhydraten es gibt, wie du sie unterscheiden kannst, was du beim Verzehr von Kohlenhydraten beachten musst, was läuft in unserem Körper ab, und wir machen einen Versuch. Will die Nahrungsmittelindustrie wirklich nur das Beste für uns? Hi, ich bin Kurt. Herzlich willkommen. Grundsätzlich sind Kohlenhydrate zunächst einmal Energielieferanten. Bei Kohlenhydraten unterscheidet man zwischen langkettigen und kurzkettigen Kohlenhydraten. Also zwischen Zucker zum Beispiel kurzkettig und Mandeln oder Gemüse langkettig. Wo liegt der Unterschied und was bewirken sie? Das Speicherhormon Insulin ist dafür da, den Blutzuckerspiegel zu senken. Kurzkettige Kohlenhydrate werden schnell verstoffwechselt und erhöhen somit den Blutzuckerspiegel. Das Hungergefühl geht weg. Deutlich schneller als die langkettigen Verwandten. Es wird dann verstärkt Insulin ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Der Blutzuckerspiegel schwankt dadurch sehr stark. Das Hungergefühl kehrt zurück. Der rasche Abbau von Blutzucker führt somit wieder zu erneuten Hungerattacken und der Teufelskreis beginnt von vorne. Wird dadurch zu oft Insulin über einen längeren Zeitraum ständig verstärkt ausgeschüttet, also wenn der Bedarf steigt, führt dies zu sogenannten Insulinresistenz. Die Zellen reagieren nicht mehr auf den Insulinreiz, das wiederum führt zu Diabetes, Herzerkrankungen und beschleunigter Alterung. Durch den ständigen Insulinreiz kommt es auch zu verstärkter Entzündung und zu Stress im Körper. Fällt der Blutzuckerspiegel zu stark ab, wird das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet, um den Blutzuckerspiegel wieder auf sein Optimum anzuheben. Optisch zeigt sich dies in einer verstärkten Fettansammlung im Bauch und Hüftbereich. Dass die Wampe oder das oft erwähnte Hüftgold entsteht auf diese Weise. Zu viel Körperfett ist also gleichzeitig auch ein Zeichen für einen massiven, entzündeten Körper. Es ist alles andere als Gold. Ziel jeder dauerhaften Ernährungsform sollte also ein konstanter Blutzuckerspiegel sein. Dabei helfen langkettige Kohlenhydrate, weil sie langsamer verdaut werden, da sie zunächst in ihre Einzelteile zerlegt werden müssen. Und so je mehr Ballaststoffe enthalten sind, desto länger dauert dieser Vorgang und desto geringer fällt der Blutzuckeranstieg aus und verhindert so eine Insulinresistenz. Zucker wird im gesunden Körper, im Muskelgewebe gespeichert. Sind diese Speicher voll oder hat man wenig Muskulatur, werden sie einfach für spätere Hungerzeiten als Fettgewebe gespeichert. Vorsicht bei Getreideprodukten, Brote, Pasta etc. Auch diese hinterlassen kurzkettige Kohlenhydrate, also Zucker. Dazu ein Versuch. Wir nehmen ein Stück möglichst Weißbrot und zerkauen es im Mund. Schlucken es aber nicht hinunter, sondern machen ein Kaubrei im Mund. Also, wir kauen das Stück Brot
etwa 5 Minuten. Gut einspeicheln, nicht schlucken. Und jetzt geben wir diesen Kaubrei auf einen Kaffeeöffner. Jetzt spülen wir den Mund mit Wasser. Diesen Kaubrei, den nehmen wir jetzt wieder in den Mund und konzentrieren uns auf den Geschmack. Kauen etwas weiter. Und jetzt können wir feststellen, dass dieser Kaubrei etwas süßlich schmeckt. Warum? Im Mund hat bereits eine Vorverdauung stattgefunden. Die Kohlenhydrate des Brotes wurden in Zucker umgewandelt und schließlich als kurzkettigen Zucker von der Leber umgewandelt und abgespeichert, ohne dass er von Insulin zu den Zellen gelangen konnte. Im Speichel der Mundschleimhäute sind Amylase-Enzyme vorhanden, die das Mehl, also die pflanzliche Stärke, in kurzkettigen Zucker umwandeln. Der Zuckerstoffwechsel findet dort statt. Aus Kohlenhydraten wird also Zucker. Ein Grund mehr, nicht noch mehr Süßigkeiten und Süßgetränke mit denen nachzudoppeln. Wer um den Bauch zu viel Körperfett angesammelt hat, sollte sich also generell eher von Kohlenhydraten fernhalten und sich vermehrt von Proteinen, Pflanzen und gesunden Fetten ernähren, bis das überschüssige Fett oder Körperfett abgebaut ist und der Stoffwechsel wieder optimal funktioniert. Speisen oder Fertigprodukte, Nahrungsmittel also, die eine Menge Einfachzucker gepaart mit schlechten Fetten enthalten, also Geschmacksverstärker und eventuell chemischen Zusatzstoffen, die werden vom Körper völlig anders verarbeitet und aufgenommen als natürliche Nahrung, nämlich die Lebensmittel, was sind Lebensmittel, was sind Nahrungsmittel, erklärt habe. Also kurzkettige Kohlenhydrate befinden sich beispielsweise in Süßigkeiten, Backwaren, die meisten Müsli-Sorten, Milchprodukte, Honig, Ahornsirup, Haus, Malz, Rohr, Trauben- und Rübenzucker. Auch in vielen Obst- und einigen Gemüsesorten in Form von Fruchtzucker. Langkettige Kohlenhydrate. Sie sind in Haferflocken, Vollkornprodukten, Vollkornbrot, Kartoffeln, Vollkornnudeln, Naturreis, Nüssen und diversen Hülsenfrüchten, zum Beispiel Linsen. Einige Obstsorten und Gemüse enthalten ebenfalls diese langkettigen Kohlenhydrate. Die Bandbreite reicht also von konventionellen, kurzkettigen Haushaltszucker und Weißmehl bis hin zu den langkettigen Naturreis und Süßkartoffeln. Es geht nicht um Kohlenhydratverzicht, sondern um die Auswahl der gesunden Produkte. In der Natur wächst keine Pizza am Baum. Die Kombination aus Fetten und Kohlenhydraten und Zusatzstoffen ist also etwas Unnatürliches, ein Industrieprodukt eben. Der
angeborene Instinkt wird manipuliert. Das natürliche Sättigungsgefühl wird umgangen. Ernährt man sich allerdings grundsätzlich von hochwertigen, also Naturprodukten, so echten Lebensmitteln, dann reguliert sich der Hunger und das Sättigungsgefühl von alleine. Man kann die Ernährung als Investition in unseren Energiehaushalt und unsere Gesundheit bezeichnen. Woher die Nahrung kommt, wie sie angebaut wird und wie gut die Böden sind, auf der sie geerntet wird, ist von großer Bedeutung. Leider ist der konventionelle Anbau und die Haltungsmethoden mit viel Chemie und Düngung, Antibiotika oder Hormonen, um den maximalen Ertrag einer Ernte zu steigern oder um das Vieh schneller groß zu ziehen, durcheinander gekommen. Im schlimmsten Fall wird sogar die Genetik manipuliert, nur um noch größere und ertragreichere Produkte generieren zu können. All diese Informationen werden natürlich in der Nahrung gespeichert. Die Transparenz eines Nahrungsmittels bzw. die Dokumentation seiner Herstellung, Züchtung, Konservierung werden immer wichtiger. Das Interesse an solchen Fragen kann man mit Recht als neues Gesundheitsbewusstsein nennen. Ein Zeichen dafür ist in der Einführung von Zertifikaten wie hier und Siegeln, in dem Verbraucher die Orientierung erleichtert werden soll, erkennbar. Dazu gehört auch das Biosiegel mit allen Vor- und Nachteilen, die daran geknüpft sind. Man findet das Biosiegel auf fast jedem Nahrungsmittel, sogar bis hin zur Zigarette. Ja, richtig. Es scheint, als wäre heute Bio das neue Sexy. Überall schießen Biomärkte aus dem Boden und wir haben kein Verständnis dafür, was Bio eigentlich bedeutet. Das Bio-Siegel sagt jedoch nicht wirklich viel über unsere Nahrung aus. Besser wäre tatsächlich für nachhaltigen Anbau auf gefährliche Dünger wie Glyphosat und ähnliche Produkte oder generell ganz auf den Einsatz von genetisch manipulierten Nahrungs- respektive Lebensmitteln zu verzichten. Also Augen auf beim nächsten Einkauf. Mein Tipp: Ernährung beginnt bei der Einkaufsplanung und vor den Einkaufsregalen. Beachte immer den Zuckergehalt eines Produktes. Versuche es nicht mit einer kompletten Ernährungsumstellung. Du wirst kläglich scheitern. Lass Schritt für Schritt ein ungesundes Nahrungsmittel weg und gewöhne dich ebenso Schritt für Schritt daran bzw. gewöhne dich um. Beispiel: Schokolade, Süßigkeiten nur noch an einem Tag der Woche. Konzentriere dich auf die Reduktion von Fastfood. Ersetze allmählich Süßgetränke durch Leitungswasser. Niemals alles auf einmal versuchen. Du wirst scheitern. Dass Protein wichtig ist, habe ich dir bereits erklärt. Dazu mehr in meinem nächsten Video. Danke, dass du dich für Ernährungsfragen interessierst. Bedenke aber, dass eine gesunde Ernährung ebenso mit einer körperlichen und geistigen Fitness einhergehen sollte. Siehe dazu meine QFM Fitness und Videocasts. Jetzt freue ich mich über deinen Daumen hoch oder ein Abo oder teile dieses Video. Wir sehen uns und tschüss!